Shirapidasana, wörtlich die Kopfpresse, ist eine Bezeichnung einer fortgeschrittenen Variation des Pfluges. Yoga-Vidya-Lehrerin Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition kann sein der normale Pflug, Halasana, Grundstellung. Von hier beuge dann deine Knie und gib die Knie hinter dem Kopf auf den Boden. Diese Stellung ist sehr gut für die Bauchorgane, gibt eine starke Massage der Bauchorgane. Sie dehnt die Wirbelsäule nach vorne. Und wenn du flexibel bist, dann ist das sogar eine angenehme Stellung, weil du mit wenig Anstrengung einfach in der Stellung entspannen kannst. Diese Stellung, gerade wenn du sie so machst wie Rafaela, wo die Hände gefaltet sind auf dem Boden, ist auch eine der vielen Stellungen, die als Lingasana bezeichnet werden, also eine Stellung, die dem Shiva heilig ist und die Shiva Lingam entsprechen. Unterschenkel und Arme bilden die Horizontale und der Rumpf mit den Oberschenkeln die Vertikale. Und so kannst du, wenn du Shirapidasana übst, dir auch vorstellen, dass du eine Ehrerbietung an Shiva machen willst. Oder du kannst dir auch sagen, Shivoham, ich bin Shiva.